Servus Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ihr seht, ich bin wieder mal unterwegs mit der Honda Grom. Ich sag's euch Leute, die Grom schaut so nice aus. Ich bin jetzt schon über ein Jahr lang, glaube ich, nicht mehr gefahren. Ich glaube, im letzten Jahr bin ich auch nur ein, zweimal gefahren. Und es wurde wieder mal Zeit, dass dieses Schätzchen ausgegraben wurde, weil es macht einfach so viel Spaß, mit dem Motorrad herumzufahren. Ich bin jetzt so, weiß ich nicht, 2 Kilometer gefahren und ich bin einfach schon wieder direkt drinnen. Macht richtig viel Spaß und ich glaube, ich muss mal Luft auffüllen und so. Ich habe gar nichts gemacht. Jo, das ist ja, also es sind Stollenreifen oben, gell, aber ich glaube, ich muss Luft auffüllen, unbedingt. Ich habe 2 Jahre lang gar nichts gemacht bei dem Motorrad, außer den 10.000 Kilometer Service. Ich sag's euch ehrlich, das Ding hat mehr Sound als manche 1000 Kubikmaschinen, sage ich euch ehrlich, geisteskrank. Ist auch eine Komplettanlage, gell, muss man auch sagen. Ja, es macht so viel Spaß, ey. Ich freue mich, dass ich euch mal wieder zu so einem Video begrüßen darf. Ist ja schon wieder ewig her, dass mal ein Grom-Video kam. Viele kennen das wahrscheinlich noch gar nicht, das Motorrad. Also das ist mein Motorrad, das habe ich 2017 gekauft. Mit, ich glaube, 2000 Kilometer oder so. Jetzt hat sie 10.000 oben. Und ist im Endeffekt ein luftgekühlter Einzylinder mit einer Aero-Komplettanlage. Und ja, ich habe so viel umgebaut an dem Ding. Ich habe schon einiges verloren. Hier der Max-Wrist-Aufkleber. Ich habe hier so Crash-Slider, wie sie eigentlich vorne sein sollten. Habe ich hier hinten irgendwie verloren. Keine Ahnung, wo die sind. Sind mir irgendwann abgefallen. Ich habe aber von Parts for Riders einen neuen Antriebssatz bekommen. Goldene Kette, richtig nice. Hier so Minispiegel, die sind leider nicht legal, aber was willst du machen? Schaut halt einfach besser aus als diese Mickey-Maus-Ohren oben. Und man muss auch dazu sagen, man sieht mehr drinnen. Und aufgrund meines Wheelie-Fails 2017 habe ich jetzt auch einen neuen Lenker oben. Das ist der Pro-Taper. Flach, richtig nice. Der Originale geht ja so hoch irgendwie, also richtig weird. Ja, ich würde sagen, wir fahren zur Tankstelle und kontrollieren mal den Reifenluftdruck, weil der ist safe am Arsch. Alter, das macht so Spaß mit dem Ding, mit den Stollen. So geil. So ein bisschen hin und her driften, das macht so Laune mit dem Ding. Ey, ich hab's so vermisst, Alter. Alter, yo! Ist das geil, das macht so Laune. Freunde, wir haben ganze 10 PS, könnt ihr euch das vorstellen? 9,7 PS oder so hat das Ding. Wahnsinn! Ich habe noch Griffheizung montiert für den Winter zum Beispiel, dass man im Winter auch ein bisschen angenehmer fahren kann. Ah, es macht Spaß, Leute, ich sag's euch. 4 Gang, Maximalgeschwindigkeit ist glaube ich 95 km/h oder so. Ja. Ja, man kann auch leicht freihändig fahren, aber mit Stolle ist es immer weird as fuck, weil mit Stolle da zieht sie die Reifen immer links oder rechts. Der Sound ist so nice, ich habe diesen Einzylinder-Sound vermisst. Heute, ich war mir überhaupt nicht sicher, ob die überhaupt anspringt, weil die ist jetzt über ein Jahr lang in der Tiefgarage gestanden und da hat sich gar nichts bewegt, keinen Millimeter. Und ja, ich habe echt gebetet, dass sie jetzt anspringt, weil sonst hätte ich erst mit der Batterie ausbauen müssen. Die war nämlich schon mal tot, die Batterie, die habe ich neu aufgeladen. Yeah, man, ah, das ist der, die Dings gefahren bin, die Puch Maxi. Oder? Grüße gehen raus. Ich habe es richtig vermisst. Ich weiß gar nicht, warum ich so selten mit dem fahre. Also klar, ich habe wenig Zeit und wenn ich mal Zeit habe, fahre ich dann natürlich mit der BMW rum, weil man kommt halt einfach weiter und so. Aber ich müsste echt mal wieder öfter mit der Grom fahren. Was würdet ihr eigentlich von der Idee halten, wenn ich mal mit der hier so einen Italien-Trip mache? So, weiß ich nicht, 3 Tage, 4 Tage Maximum. Dass ich sage, ich fahre das so zum Gardasee oder so damit. Und dann bin ich da unten, mach so meine Touren, meine Videos, das wäre irgendwie wär das geil, oder? Was würdet ihr mehr feiern? Eine Gardasee-Tour mit der Grom, ja? Oder mit der BMW S1000R? Ich fühle mich wie ein Riese auf dem Ding. Das Ding ist ja so klein. Conny ist ja 1,60 Meter und für die passt das Motorrad wie angegossen. Das sieht aus, als wäre das die perfekte Größe für sie. Und ich bin halt mit meinen 1,83 halt wie so ein Affe auf dem Schleifstein, also ich bin extrem groß, ich fühle mich extrem groß auf dem Ding und es sieht immer so lustig aus, die ganzen Leute am Straßenrand und so, die schauen immer, ich weiß nicht, ob sie schauen wegen dem Motorrad oder wegen mir, weil es einfach so lustig ausschaut, aber ey, einfach Hammer. Was ich früher für Videos gemacht habe mit dem Ding,
wir sind durch den Welser Wald gefahren, ey, wo ich da einmal fast über so eine Schanze drüber gefahren bin. Und dahinter war halt so ein Abhang und ich habe halt nicht gecheckt, dass dahinter der Abhang ist und ich wäre da fast zu 10 Meter runtergefallen, weil ich so drüber springen wollte. Oh Mann, Alter, wir haben so nice Videos gemacht früher mit der Grom. Also was die schon mitgemacht hat. Ich glaube, ich drehe hier um, Alter. Ich glaube, ich drehe hier um. Ja, scheiße, Bro. Es ist hier so viel Verkehr wegen der Baustelle, Alter. Ja, komm. Das ist so geil. Du bist so windig mit dem Ding. Es ist geisteskrank. Der Sound. Einzylinder-Sound immer geil. Einfach brapp. Brapp, brapp, brapp. Boah. Hier in meiner Hut kenne ich mich aus. Boah, Kurvenfahren fühlt sich so scheiße an, Alter, mit Stollenreifen. Oh Mann. Oder liegt es einfach daran, dass keine Luft mehr drin ist? Das kann natürlich auch sein. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Bar da reingehört in diese Reifen. Oh Mann. Friends, 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 was geht? Habt ihr es vermisst? Ich feiere das. Ich feiere das so hart. Sondern das Coole ist, wir könnten uns jetzt einfach hier so rumschlängeln. Wir schlängeln uns jetzt hier einfach rum. Wie so Mafiosis. Weil mit der Grom geht das so geil. Ja, jetzt sind wir wieder genau hinter demselben Auto wie vorher. Das macht einfach Spaß. Du kannst mit diesen Stollenreifen überall hinfahren, das ist so nice. Du kannst Offroad fahren, kannst durch den Wald fahren. Überall, alles ist möglich. Boah, ich traue mich gar nicht zu sehr in die Kurven reinheizen, weil wer weiß, ja? Ach, die Uhrzeit stimmt auch überhaupt nicht. Hier ist ja alles falsch schon im Ding, Alter. 16.23 Uhr, naja, fast korrekt. Ich könnte jetzt, wenn ich wollen würde, da runterfahren ins Wasser rein. Es wäre scheißegal. Die Grom macht alles mit. Was die schon mitgemacht hat, da können andere Motorräder einpacken. Das ist die perfekte Enduro-Maschine, ja, sage ich euch ehrlich. Wenn ihr mal ein Enduro-Motorrad kaufen wollt, holt euch das hier. Oh shit, man. Yeah, man. So, tanken. Eigentlich sollte auch frischer Sprit rein, aber die hat noch genug Sprit, deswegen. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt tanken. Oh Mann, ich will einfach nur Luft auffüllen. Erstmal den alten Sprit leer fahren und dann, wenn der Tank leer ist, einen neuen reinfüllen. Aber ich komme mit einem Tank 200 Kilometer und ich tanke für 5 Euro voll. Also das ist halt, wie soll ich das jemals leer kriegen, wenn ich einmal im Jahr fahre damit? So. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wie viel gehört denn überhaupt rein? Ich habe keine Ahnung. Oh shit, Junge. 0,1, 0,9 Bar. Machen wir 2,5 rein. Kann man nichts falsch machen. Digga, der war komplett leer. Nicht mal ein Bar im Reifen. Kein Wunder, dass die so schwammig gefahren ist. ,5 vorne, 0,1 hinten, 0,9. So, 2,5 passt schon. Passt schon. Das war ja bitter notwendig. Das war extremst notwendig. 0,9 Bar hinten. Ja, ich bin ja fast auf Felge gefahren. Crazy stuff, ey. Was? 0,9 Bar war hinten einfach drin. Der ist ja komplett auf Felge gefahren. Kein Wunder, dass da nichts geht. Ich hoffe, 2,5 Bar passen. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann nicht genau weiß, was reingehört. Aber ich denke mal, mit 2,5 ist man schon gut bedient. Boah, das fährt ganz anders. Ja, Mann, das fährt richtig anders. Viel besser. Oh mein Gott. Ey, das ist wieder mal ein Reminder an euch. Ihr solltet die Luft kontrollieren.
wenn Motorrad 2 Jahre, 3 Jahre nicht bewegt wurde und einfach stillstand, ja. Boah, das rollt wieder wie auf Schienen, geil, es macht Spaß. Es fährt wieder, es rollt wieder stabil, oh Mann. Da merkt man mal wieder, wie wichtig sowas ist, gell? Dass man nicht auf Stolle fährt, also nicht auf Felge. Ah, die Bremse ist komplett für den Hugo vorne, die bremst gar nicht. Ah, das ist halt ein Motorrad für Männer, ne? Die ganzen Bubis, ja, keine Chance mit ihren 1000 Kubikmaschinen, können eh nicht Motorrad fahren. Brauchst eine 125er, das ist für Männer. Das ist einfach ein Männermotorrad. Ja, Mann! Oh ne, mein Spiegel, Junge! Na, Scheißdreck, Alter! Boah, Junge! Ist das gestört, Alter! Leute, damit nach Italien, das wär's, oder? Oh nein! Oh nein! Nein, ich hab meinen Spiegel verloren, Junge! Wo ist mein Spiegel? Scheiße, Bro! Der kann jetzt überall sein! Nein! Ah, so ein Dreck, Digga, dieser 20-Euro-Spiegel aus China, Mann. Digga, wo sind denn die jetzt hingefallen, Alter? Ah, ich hab ihn, lol. Oh my God. Scheiße, Bro. Was mach ich denn jetzt damit, Alter? Nein, das ist sicher diese Konterdings rausgefallen, oder? Scheiße, Digga. Das ist mal wieder ein Argument für teurere Spiegel als 20-Euro-Spiegel von thailändischen Dingern, Alter. Bro, wo ist denn das, Alter? Scheiße, Mann. Das kann ja überall hingefallen sein, Alter. Ja, das finde ich hier nie wieder, finde ich das. Scheiße. Einmal Spaß haben. Ich habe schon einmal einen Bremshebel verloren, den hat auch ein Abonnent gefunden. Na, ja, was willst du machen? Kann man nichts machen. Egal, wir fahren weiter. Schaut eh stylisch aus mit einem Spiegel. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich mache hier kurz das Outro. Boah, die Bremse. Boah, ey, ich muss aufpassen, sonst bringe ich mich noch um mit dem Ding. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr Grom sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Macht richtig Spaß, mit dem Ding wieder rumzufahren, ein bisschen rumzuheizen. Schaut auch einfach absolut geil aus mit diesem LED-Licht und so. Einfach nice. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.